Nicole Herrmann ist eine von rund 20 Mitarbeitern im radiochemischen Labor des Deutschen Wetterdienstes in Offenbach. Hier werden täglich die Proben aus allen bundesweiten Messstationen untersucht. 48 gibt es davon insgesamt. Zwei davon auch in Hessen, nämlich auf der Wasserkuppe und eben hier in Offenbach. Wir wollen die festen, groben Bestandteile in dieser Probe absondern von der Flüssigkeit, weil in der Flüssigkeit die Nuklide gelöst sind, die wir später untersuchen wollen. Und die Dreckbestandteile, die groben festen Stoffe, wollen wir vorher abtrennen. Seit 1955 gehört es zur Aufgabe des Deutschen Wetterdienstes, die Atmosphäre kontinuierlich auf Radioaktivität zu untersuchen. Auslöser waren die Kernwaffenversuche von USA, UdSSR und Großbritannien kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Nach dem Reaktorunglück von Tschernobyl in den 80er Jahren wurde die Überwachung dann noch einmal verstärkt. Infolgedessen wurde die Anzahl der ursprünglich 12 Messstationen verdoppelt. So sollte eine großräumigere und genauere Messung möglich werden. Die Untersuchung im radiochemischen Labor ist wichtig, denn die Gesamtmenge an radioaktiven Stoffen, die freigesetzt werden können, die umfasst eben alpha-strahlende, beta-strahlende und gamma-strahlende Stoffe. Die gamma-strahlenden Stoffe kann man gut feststellen. Die alpha- und beta-strahlenden oder nur beta-strahlenden Stoffe nicht. Dazu braucht es ein Labor und da werden die Luftfilter und die Niederschlagsproben aufgearbeitet. In Offenbach werden die bundesweiten Messdaten allerdings nur gesammelt. Danach ist das Bundesamt für Strahlenschutz für die Auswertung der Ergebnisse zuständig. Gäbe es auffällige Werte, würde die Messfrequenz auf einen 2-Stunden-Takt erhöht werden. Wir sind froh, dass wir letztendlich dieses System nie im harten Betrieb haben fahren müssen, sondern wir üben das natürlich regelmäßig. Aber es hat in unserer Region nie einen solchen kerntechnischen Störfall gegeben, dass wirklich dieses System wirklich aktiv genutzt wurde. Tschernobyl natürlich war in aller Öffentlichkeit. Die Auswirkungen waren auch so, dass es berücksichtigt werden musste. Die Konzentrationen am Ende im Boden waren sehr hoch. Und hier natürlich hat das System gearbeitet. Bei Fukushima, weil es viel weiter weg war und sich die Luft, die hier angekommen ist, oder die Beimengungen, die hier angekommen sind in der Luft, sich wesentlich verdünnt haben, dass wir hier selber kaum was gemessen haben. Aber wir haben was gemessen. So empfindlich sind unsere Systeme. Der Deutsche Wetterdienst arbeitet stets eng mit den anderen zuständigen nationalen und internationalen Behörden zusammen. Dazu gehört unter anderem das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit und die Internationale Atomenergieagentur. Ziel ist es, eine weltweite Überwachung sicherzustellen.